Einmal alles bitte, wie immer. Moin Moin, ihr Süchtiger draußen, hier ist der Tiny Chris. Willkommen zu FAQ Nummer 7. Der letzte FAQ ist schon ein paar Monate her, also wird es wieder Zeit. Es kamen einige Fragen zusammen, diesmal eher mehr lustiger als ernster, aber das ist ja nicht schlimm. Wir fangen gleich mal an. Den Anfang macht Snapper. Mich würde wirklich interessieren, was du machst, sollte Infinite Warfare nicht auf dem PC laufen. Infinite Warfare interessiert mich dieses Jahr sowieso eher weniger. Und da es die Beta nicht auf dem PC davon geben wird, ist es wahrscheinlich schon klar, dass das Spiel nicht läuft. Es gibt immer noch das COD4 Remaster, das von Raven Software entwickelt wird. Das ist ein wirklich gutes Studio, also manchmal dahingehend schon mal keine Sorgen. Aber von Infinite Warfare brauchen wir uns nicht viele hoffen. Dann gibt es immer noch Battlefield 1. Also so gesehen macht mir das überhaupt nichts aus. Wie lange hat es gedauert, bis du so krass geworden bist? Und das ist eine der Fragen, die sehe ich wirklich unter jedem FAQ-Video und jedes Mal beantworte ich sie wieder. Übung macht den Meister. Da kann man echt nie dazu sagen, ich habe jetzt 10 Jahre Shooter-Erfahrung auf dem Buckel. Angefangen damals mit COD2. Spielt einfach, lernt und werdet besser und natürlich müsst ihr auch richtig fett werden. Mein Skill ist mir selber nicht mehr so wichtig, mir geht es jetzt eher um den Spielspaß. Vielleicht bin ich doch ein bisschen älter geworden, aber das ist schon die Kernaussage, Übung macht den Meister. Das stimmt einfach immer wieder. Wie viel wiegst du eigentlich? Ich kann mal gucken, aber ich bezweifle, dass meine Waage das aushält. Laufen dir oft Menschen mit einer Tuba hinterher? Ja, genau wie ein Family Guy, aber bis ich mich umgedreht habe, sind die meistens leider schon wieder weg. Hast du auch ein anderes Hobby außer Zocken? Nein, nicht es. Was ist dein Ziel an Abonnenten? Nun, ich habe eigentlich kein bestimmtes Ziel. Ich bin zufrieden, so wie es jetzt aktuell ist. Ich könnte jetzt natürlich meine Abozahl rapide steigern, indem ich Clickbaiting mache und anderen Scheiß, den man auf der Startseite sieht. Werde ich nie machen. Auch wenn ich dadurch nicht schnell wachse, es ist mir scheißegal. Von mir aus kann es jetzt so weitergehen. Mir macht Spaß und ich bin zufrieden. Bist du schon mal in einen McDonald's eingebrochen? Bin ich nicht, aber das wäre schon ziemlich unnötig, da ja jede Filiale in 100 Kilometer Umkreis wegen mir dicht machen musste. Müsste ich ein bisschen weit fahren, aber es ist mal eine Überlegung wert. Was hältst du von veganer Ernährung, lieber Chris? Ich muss sagen, Veganer schmecken mir persönlich ein bisschen zu trocken, da greife ich lieber auf Vegetarier zurück. Aber beides kann man, denke ich mal, schon essen und jetzt verstehe ich ja endlich diesen Trend dahinter. Was ist dein Lieblingsgemüse oder Obst? Ich habe einmal in meinem Leben Bohnen gegessen und ich denke mal, diese Spielszenen aus 4-2 können sehr gut beschreiben, was danach mit meinem Darm passiert ist. Was war deine höchste Streak bei McDonald's? Meine höchste McDonald's Streak, lass mich mal überlegen. Ich glaube 3 Seiten der Speisekarte. Weiter bin ich bisher noch nicht gekommen, weil sie noch keine 4. Seite dazu gemacht haben, aber vielleicht kommt es ja noch, wenn die mal ihr Sortiment erweitern. Aber ich werde auf jeden Fall dranbleiben. Kannst du auch mal Ernährungstipps machen? Das Ding ist, immer wenn ich versuche, Gemüse einzukaufen, funktioniert es irgendwie nicht so richtig. Moment, das ist nicht richtig. Hä? Stimmt es, dass die Beta auf dem PC wegen dir nicht kommt, wegen zu hoher Selbstmordrate, wenn man mit dir in der Lobby kommt? Das klingt irgendwie plausibel. Performance-Probleme, wie kann ich darauf bloß reinfallen? Was ist deine Lieblingsserie? Bei mir ganz oben ungeschlagen bisher Game of Thrones. Danach kommt bei mir Breaking Bad, ist auch eine verdammt geile Serie. Habe ja auch dieses 200 € Blu-ray-Dings fast da stehen. Und noch eine Empfehlung von mir, Spartacus. Nirgendwo gibt es mehr Titten und Blut. Aber Achtung, die Serie ist ab 99 plus. Da seid ihr noch nicht alt genug dafür. Frage vom Sebastian. Kennt dich die bei Subway oder McDonald's persönlich? Natürlich. McDonald's habe ich gesagt schon dicht gemacht. Also nicht mehr. Aber im Subway ist es so, wenn ich auf dem Parkplatz fahre und jeder sehen, dann ist mein Sandwich schon fertig. Entschuldigung, pardon. Sandwiches. Wir sind da schon fertig, wenn ich reinkomme, dann kann ich auch direkt bezahlen. Und natürlich habe ich die VIP-Karten, also ganz klar. Aber ich glaube, auch diese Kette werde ich bald in den Ruin getrieben haben, also den Laden gibt's auch bald nicht mehr, fürchte ich. Scheiße. Und wann hast du das letzte Mal deinen Penis gesehen? Mein Penis? Hm.
Leider immer noch nicht. Official Enigma hat ein paar mehr Fragen. Was sind deine Laufwege? Laufwege sind eigentlich Bullshit. Man sollte niemals gleich laufen, jedes Mal auf jeder Map. Nur so kann man Gegner überraschen, indem ihr wirklich immer verschieden über die Map lauft. Zweitens, wirst du ihn EV abreißen oder eher weniger? Habe ich vorhin schon was dazu gesagt. Infinite Warfare interessiert mich nicht wirklich. Und auch generell mein Skill in Call of Duty ist mir nicht mehr wirklich sehr wichtig. Und drittens, glaubst du, jeder kann ein Nuklear machen? Natürlich kann das jeder. Das ist wieder dieser Punkt mit Übung macht den Meister. Und das ist natürlich auch eine Hirnsache. Du musst es schaffen wollen, du darfst keine Angst haben. Man muss einfach die Angst davor loswerden und schon schafft man es jedes Mal. Nimmst du dir was für 2017 vor? Für 2017 habe ich mir wirklich mal gedacht, vielleicht ein ganz kleines bisschen abzunehmen. Zu nehmen, zu nehmen, zu nehmen, zu nehmen, zu nehmen, 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 nehmen. Kannst du mehr DayZ machen und auch bitte ungeschnitten? Das Ding ist, es dauert oftmals wirklich sehr lange, bis in DayZ was Interessantes passiert. Und man rennt auch wirklich sehr viel rum, das ist für Videos suboptimal. Aber ab und an streame ich dieses Spiel sehr gerne. Also schau am besten mal bei Twitch vorbei. Da ist es selbstverständlich ungeschnitten. Was ist deine Empfindlichkeit? Scheiße. Ganz ruhig. Da ich diese Frage ein bisschen oft gestellt bekomme, beantworte ich sie jetzt einfach nochmal. In den Windows-Einstellungen spiele ich auf Stufe 6. Das ist standardmäßig eingestellt und sollte man auch nicht verstellen. Und die Zeigerbeschleunigung ist selbstverständlich ausgeschaltet. In Call of Duty spiele ich mit 1600 DPI und im Spiel auf Stufe 5. Ich hoffe, ich konnte diese Frage jetzt ein für alle Mal beantworten. Und wenn sie noch einmal gestellt wird, dann... Und die letzte Frage von Justin. Was passiert, wenn du springst? Steck fest, Mann! Hilfe! Fuck! Kann mich nicht bewegen! Oh, fuck!